Willkommen zurück, Leute, zu Jurassic Park The Game. Wir sind hier, ja, wo sind wir überhaupt? Wir müssen auf jeden Fall den anderen helfen und jetzt verbünden sich nicht nur die Dinosaurier miteinander, sondern auch unsere Leute wurden angeschossen, beziehungsweise der eine Mann gerade, und alle halten ihn für verrückt, obwohl das halt die Dinosaurier sind, die ihm wahrscheinlich ziemlich viel Angst machen. Ja. Jetzt kann ich hier rumdrehen. Sieht man hier irgendwas, wenn ich hier drehe? Okay, Team Bravo ist für höchstens 30 Minuten hier angekommen. Schauen wir uns das hier mal an. Nichts los hier. Die dann da? Das sind wir. Siehst du das da? Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Wer zum Teufel ist das? Ich schätze, das sind die Hardings. Also ist die Frau da gerade mit unserer Cola. Wir müssen los. Sie, Cap, schmeiß den Motor an. Wir heben ab. Hören Sie mir doch zu. Wer auch immer Sie sind, Sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Sie haben ja keine Ahnung, was hier draußen los ist. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche Sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu beschützen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Die Elektrozäune sind aus. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Niemand ist hier sicher. Ingen-Rettungsteam Alpha an Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Der Wenn Sie immer noch da draußen unterwegs sind, ist, wir versuchen... vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norde. Nach Norden? An die Küste, warum? Geht sie nichts an. Ah, das macht sie jetzt so ein bisschen unsympathisch, dass sie echt so blöde ist und die Gefahr nicht erkennt, obwohl man ihr Leben gerade erst von einem Dinosaurier gerettet hat, scheint sie die Gefahr irgendwie nicht ernst zu nehmen. Sie sind verletzt. Lassen Sie mich helfen. Largate. Wir machen hier kurz Pause. Wenn wir anhalten, muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Ich hätte eher gedacht, es lockt die Dinosaurier vielleicht an, aber... Okay. Kann ich irgendetwas tun? Bleib in der Nähe. Essen und trinken wäre nicht schlecht. Ah, es wäre cool, wenn sie das irgendwie geschnappt kriegt. Hey Dad, hier drüben sind ein paar Eier. Sind die vielleicht von Dinosauriern? Eier? Nein. Auf der Insel leben doch nur Dinosaurierweibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Ging aber was zu essen? Was weg ist, ist weg. Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey, bleib in der Nähe. Nee, ich mach, was ich will. Hey, Dad, sind diese Beeren essbar? Wahrscheinlich nicht. Am besten halten wir uns von allem fern, was wir hier finden. Das ist schade. Was haben wir da so? Sind diese Beeren essbar? Ich hab Hunger. Diese Pflanze ist giftig. Schon eine Handvoll von ihren Beeren kann einen erwachsenen Mann töten. Aber sie sehen so lecker aus. Nur ein paar werden mir bestimmt nicht schaden. Jess! Tu es nicht. Dad, hier sind ein paar frische Dinospuren. Ganz kleine, wie von einem Huhn. Wahrscheinlich nur ein Compsognathus. Ich habe viele unterwegs gesehen. Keine Sorge, sie sind relativ harmlos. Nicht bitte unterschätzen, wenn das die sind, die ich denke. Wer Jurassic Park 2 gesehen hat, weiß, was ich meine. Ja, was mache ich denn jetzt am besten mal? Ah. Abstand halten, ja? Nö. Wir mit ihm reden? Kann sie das vielleicht noch länger untersuchen? Oder isst sie die Bären jetzt Kannst einfach? Du was? Nennen sie einfach Kompis. Das ist leichter. Mhm.
Nicht wieder die Bären. Na klar, sogar die Bären hier sind giftig. Wo können wir hin? Verletzung. Sprich mit ihr, Rettungsteam, Funkgerät. Was haben Sie mit dem Funkgerät gemacht? Warum? Willst du irgendjemanden anrufen? Nein, ich habe mich nur gefragt. Musste ich nicht fragen. Ich habe es hier. Geht's Ihnen wirklich gut? Der Biss sah ziemlich schlimm aus. Normalerweise arbeite ich mit Tieren, aber mit erster Hilfe kenne ich mich gut aus. Ich würde mir Ihre Verletzung gern genauer ansehen, wenn Sie mich lassen. Mir geht's gut. Wir müssen die Wunde säubern und verbinden, damit sie sich nicht entzündet. Wenn Sie uns zum Besucherzentrum zurückbringen, kann ich Ihnen Antibiotika besorgen. Hey, Kleine! Ja? Auf einigen dieser Bäume wachsen Früchte, die wie kleine Blaubeeren aussehen. Bring mir ein paar davon. Okay. Jess übrigens. Was? Jess. Ich heiße Jess. Okay, Jess. Bring mir die Beeren. Sie werden mir helfen. Aha. Weil die sind das ja wohl nicht. Das sind die roten Giftigen. Dann nehmen wir doch einfach nochmal die anderen. Sind das die richtigen Beeren? Nein, die Beeren, die ich brauche, sind dunkler. Die vielleicht. Sind das hier die richtigen Beeren? Sie, bring sie mir. Die kennt sich ja aus. Es wird langsam dunkel. Komm schon, Kleine, ich brauche diese Beeren. Na komm, mach hin. Hier, Esta, Bibliotheca. Nima. Gracias. De nada. Sie ist ein gutes Kind. Ich weiß. Gut, aber vielleicht können wir sie ja trotzdem ablenken. So, was kann er denn mal machen? Keine Dummheiten. Ja. Ich schau mich ja nur um. Diddledum. Ist da irgendwo noch was? Nein. Haben Sie Familie? Warum sind Sie hier? Bevor ich auch nur einen Schritt weitergehe, will ich jetzt wissen, warum Sie hier sind und was Sie mit uns vorhaben. Alles wird gut, wenn Sie tun, was ich sage. Haben Sie eigentlich Familie? Geht Sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Ja, natürlich. Und sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst. Ja, natürlich. Gut, dann tun sie genau das, was ich sage. Dann werde ich ihre Tochter auch nicht erschießen. Wie nett. Sie reden mit Jess, als hätten sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich sie erschießen und sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Bitte beruhigen Sie sich. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie einfach still. Okay. Ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie uns nichts. Okay. Tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Das soll die nicht bemerkt haben. Direkt neben ihr. Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, aber beeil dich. Das soll die nicht bemerkt haben. Das glaube ich ja wohl eher nicht. So, wieder unser Supersignal. Das habe ich mir doch nicht gemerkt. Ja. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren, over. Hey, ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Na komm, irgendwas. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber
mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter. Comprende? Oh, aber... Hallo? Hallo? Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Harding? Ja, das Mädchen. Das Mädchen meinte, Sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Yeah. Keine Ahnung, Soda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal ein Recap gelesen. Mir eingefallen. Halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Und festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oskar? Komm, wir sind raus. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor. Okay. Keine Spur von ihnen hier. Komm schon, rauf. Da. Da vorne ist rauf. Rauf? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Galle damit zu tun. Was war das? Helikopter! Warum zum Teufel sollten sie das tun? Ich konnte irgendwie den Stick nicht benutzen, Leute. Wäre schön, wenn das geht bei der hysterischen Musik. Jetzt geht's. Gerade eben hat das überhaupt nicht funktioniert. Die Dinosaurier-Sphäre durchqueren und danken ihnen, dass sie sich für Yoda Airways entschieden haben. Aha. Wo sind wir? Wieder am Boden. Manchmal hört man die echt gar nicht und die Musik ist extrem laut. Sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Das Tape im Überlebenskit. Gott, wo soll das alles nur hinführen? Anders. Anders als wo. Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Vielleicht unsere Überlebenden. Kann sein. Aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Ich höre auch bald nichts mehr, wenn ich den Ton nicht mal ändere. Und das mache ich jetzt mal eben fix hier. Obwohl ich das schon gemacht habe, muss ich jetzt mal kurze Unterbrechung machen. Das ist nämlich super laut. Ach, guck mal, jetzt sieht man im Hintergrund auch nicht mehr den T-Rex und den anderen. Die Stimmen sind schon voll laut, das seht ihr hier. Ich mache die Musik jetzt nochmal einen Tacken leiser. So, und das war's. Mehr kann ich nicht tun. Ja, ist okay, ist okay. Alles gut, alles gut. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Wir nuscheln immer noch. Gut, dass wir Untertitel haben. Oskar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier.
müssen nur die Fährte aufnehmen. Oh, dann schauen wir mal. Hey, hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Hier sind ein paar frische Spuren, Oskar. Ich tippe auf Saurier. Ja, was denn sonst? Auf einer Saurierinsel. Oh nein. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Da hätten wir sie doch besser gegessen. Ja, da ist sie auch schon. Nein. Oh, das hat gut geklappt, ne? Oh. Genau so soll das Spiel laufen. Ey, das klappt immer nicht mit dem blöden Stick. Das kennt ihr doch schon. Ja, ja, es klappt nicht. Das wird nichts mit dem Stick. Ist immer schlecht. Obwohl es da irgendwie am Anfang klappt. Aber die anderen, das wird wieder doof wahrscheinlich. Na komm. Ja, ich hab's gemacht. Mehr kann ich nicht tun. Manu, was geht das schon wieder los? Ich mache hier jetzt einen Cut und ihr seht die vollendete perfekte Form. Yeah! Nicht ganz perfekt, aber immerhin geschafft. Ups. Nehmen wir mal RB. Ups. Ah, tut ein bisschen weh. Alles okay? Nein. Gott sei Dank. Dachte schon, mit mir sei es aus. Er hat ihn gebissen. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist. Ich mache es alle. Hey, hey, beruhig dich, Rosa. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau es dir doch an, du hast gewonnen. Es ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Willkommen im Wiederverkehr. Ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Gerade eben wurde er doch auch gebissen. Warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Für das nächste Mal aufheben, das wusste ich nicht. Die Fahrgeschäfte sind nicht fertig. Naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Ja. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Wie sie auch einfach immer ihre ganzen pumpigen Antworten ignorieren. Können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg. Aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hierbleiben. Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit.
Wir schaffen ein paar Wagen auf die Sine. Ich meine, gut, sie hat eine Knarre, was soll man machen? Aber trotzdem hätte ich keinen Bock, die ganze Zeit von der rumkommandieren zu lassen. Hey Dad, wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen und Wagen zum Sitzen draufheben. Okay. Ich glaube, wir sollten mal auch in unser Tagebuch mal wieder schauen. Das mache ich jetzt auch noch mal. Gegen Ende diesen Part. Dieses Part. So, Tagebuch. Den lassen wir gar nicht erst zu Wort kommen. Compsognathus, Zartkiefer. Ich muss zugeben, dass der Compsognathus unter allen Dinosauriern, die wir geklont haben, einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Vielleicht, weil er mich an die Hühner auf dem Bauernhof erinnert, auf dem ich aufgewachsen bin. Tatsächlich ist die genetische Struktur des Compsognathus der eines Huhnes so ähnlich, dass ich überrascht bin, dass ihm keine Federn wachsen. Andererseits könnte dies auch an den vielen Abkürzungen liegen, die wir genommen haben. Und das war es auch schon wieder hier. Mit dem Compsognathus. Ja. Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Das wird noch eine lustige Spazierfahrt bestimmt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, drück mal einfach. So suchen Sie also die Wagen aus. Bring die Autos in der richtigen Reihenfolge auf die Strecke, bis zu 4 Autos gleichzeitig passen darauf. Los, das Gerüst muss von der Sine runter. Ja klar, das Gerüst bewegt sich kein Stück, es sei denn, sie sind sehr viel stärker, als sie aussehen. Einfach schieben! Ich kann nicht, schieben Sie doch. Ist auch schön. Was macht hier jemand anderes eigentlich? Ach so. Da ist er. Da ist Papa. Hey, der Kran scheint zu funktionieren. Gut, dann benutzen Sie ihn. Ja. Machen wir das mal. Wo soll er denn hingekrant werden? Was bringt's hier? Können wir den noch weiter nach da? Nee. Wir bringen ihn mal wieder nach oben. Ja, Kran fahren, yippie. Dann nach rechts, bitte. Genau, zu dem Wagen. Das macht Sinn. Da hast du dein Ding. So. Können wir da machen? Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Wir haben noch keinen Strom. Wir können nicht weitermachen, bis er wieder da ist. Und damit alles funktioniert, brauchen wir auf der Ladeschiene 3 Wagen in der richtigen Reihenfolge. 1, 2 und 3. Sie bleiben hier. Ihre Tochter und ich schaffen die Wagen auf die Sine. Okay. Was übersehen wir hier? Was wir hier übersehen, das sehen wir im nächsten Part von Jurassic Park The Game. Leute, schaltet wieder ein. Bis dann.